Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Drakensang Online. Diesmal, beziehungsweise diese Folge werde ich hier meine Gilde vorstellen, in der ich gerade drin bin. Hier könnt ihr auch die Leute sehen, die gerade online sind. Sind auch natürlich ein bisschen mehr Leute, glaube ich, online. Ja. Und die haben sich ein bisschen bereit erklärt, sich hier hinzustellen und mit mir einen schönen Anfang zu machen. Boah, das ist am Geisten. Dieses Emote ist am Geisten, was Dämonensüchtige macht. Alles klar, Video ist gestartet. Video ist gestartet. Alles perfekt. So, ich will jetzt ein bisschen was über die Gilde sagen, beziehungsweise sagen, wie die heißt und so weiter. Habt ihr auch schon bestimmt gerade gesehen. Auf jeden Fall, die Gilde heißt Glorreiche Titanen. Ist komplett deutsche Gilde. Wir sind ziemlich aktiv, beziehungsweise sind viele aktive Spieler da. Es gibt viele Offiziere, Mitglieder, ich glaube, es sind auf jeden Fall viele Mitglieder, wie man sehen kann, auch viele Level 45er, die helfen mir auch ab und zu mal bei den Events und so weiter und so fort. Warte, das kann ich auch, Moment. Das kann ich auch, auf jeden Fall, die helfen mir die ganze Zeit bei den Events und so weiter und so fort. Bei PvP helfen die mir auch, ich habe hier ein paar Level 20er drin, Cola ist auch drin und so weiter und so fort. Auf jeden Fall werde ich mal kurz die Mitglieder und den Gildenmeister und so weiter und so fort mal vorlesen und so sagen, wer drin ist und so weiter. Also, der Taurin Titus ist der Gildenmeister, ist auch ein Deutscher, sagt alle Hallo. Sagt mal alle Hallo. So, auf jeden Fall alle Deutsche. Ich habe gerade mal wieder ausgemacht, schade. So, Gildenmeister ist der Taurin Titus, der Vorstorn ist Offizier. Hallo YouTube. So, der Chakor, der Chahol, kein Plan. Tut mir leid, die Namen kann ich leider nicht alle aussprechen. Ist der 45er Offizier und so weiter, der Jdecker, Erik, der Rote, der Gabelschlüssel, der Heavenbow, der Hyhate, der Mond, die Mondsüchtige, sagen wir mal so, Paragon, 100, Terrible Dead, Dead Ulega, Ultimate, Ultima Mega, Mega Pro. Warte, ich muss hier. So. X-Pain. Fenris Wolf, Folterknecht, Gelman Hunter 3377. It's Perfect. Der hat mir letztes Mal bei den Mond-Event, beziehungsweise Vollmond, Neumond-Event geholfen. Das Video werde ich noch hochladen. Danach der Kel'Norim, Klingelprinz, Cola, der lieber Cola, der Crookie, Lichtbow, Lord of White, Nexus, Master Socke, Münsterkrieger 99, O'Connor oder O'Connor, Polo Kino 123, Punch 77, René 324, Simius der Starke, oder der Starke, ja, SK, Sven German, Tristan und es weiter, Warnein und natürlich meine Wenigkeit WCBoy TV. Wir sehen können, die sind hier auf jeden Fall viele 45er drin. Fangen wir mal kurz von 19, also Caller ist der, so, auf jeden Fall hier die, nochmal kurz die Leute hier zeigen. Auf jeden Fall alle 45 und so weiter. Auf jeden Fall danke euch, Leute, auf jeden Fall danke. Boah, die Waffe sieht richtig geil aus. Die Waffe sieht richtig Porno aus, um ehrlich zu sein. Die hier, von dem Typen da. Auf jeden Fall danke euch, dass ihr vorbeigekommen seid und so weiter und so fort. Richtig nett. War auch eine Gildennachricht. Hier, hallo YouTube, nein. Huhu, hallo ihr Nubas. Moin moin, Hennes hat große Nasenlöcher, große. Alles klar. Kriegst du die Karabosser-Waffe? Nope. Nur zum Style. So, ich danke allen. So, was nur dazu sagen wollte, wenn ihr, glaube ich, rein wollt, ich weiß nicht, ob ihr genug Plätze habt, ob wir genug Plätze haben oder nicht, aber ihr könnt den Taurintus oder die Offiziere anschreiben und fragen, ob ihr rein kommen könnt oder so. Ich weiß nur, dass wir, glaube ich, ab Level 35 welche nehmen. Ich glaube, ich bin auch der einzige, beziehungsweise wir haben hier, guck mal, der Cola und der CBTV, also nur ich sozusagen. Ich glaube, dass alles klar. Warte. Video kommt heute höchstwahrscheinlich. So,
was noch sagen wollte. Ich habe keinen Plan, was ich noch sagen wollte. Ach ja, ich wollte Hashtag Gebühren, alles klar. Auf jeden Fall, hier kann ich noch ein paar Ignore-Leute zeigen von mir. Ignore, Pure Freeze und Volcanic, bla bla bla, alles klar. So, auf jeden Fall, das war's dann mit der Vorstellung der Gilde erstmal. Alle Namen habe ich vorgelesen, die glorreiche Titanen sind auf jeden Fall richtig aktiv, Leute. Ohne Witz, die Gilde gefällt mir. Danke auf jeden Fall für die Einladung. Ich weiß, dass wir nur von 34, also dass Leute nur von 34 eingeladen werden. Auf jeden Fall, ich wollte noch ganz kurz hier, weil ich eh gerade seit erst 5 Minuten aufnehme. Das heißt, ich möchte ganz kurz meine Stats mal zeigen, da ich ja schon öfters gefragt worden bin, ob ich mal Stats zeigen kann und so weiter und so fort. Hier von meinem letzten Event, hier die Karabosser-Waffe, die scheiße ist, aber wird alles in dem nächsten Video mal gezeigt, wie ich den Karabosser mache, beziehungsweise Karabosser? Karabosser, oder? Karabosser. War das Karabosser? Ja, das war Karabosser, glaube ich, wenn ich mich hier. Ja, stimmt. Auf jeden Fall, ist hier alles drin? Ja. Erstmal kurz die Stats, warte, das wollte noch was hochappen, weil ich habe ja die Glyphen dafür und dann die Stats zeigen. So, was haben wir hier? Ich wollte eigentlich die hier, glaube ich, einmal verbessern, kann ich leider nicht. Dann machen wir das hier, Treffwertung und Schaden. Wie viel Schaden bringt es mir? Bringt es fast gar keinen Schaden. Das heißt, wir machen vielleicht das hier, damit das so nicht so scheiße aussieht. Obwohl, oder das hier, das ist auch dann vielleicht machbar. Das bringt mir 667 und im Moment ist das 657. Das heißt plus 1 Schaden dazu. Vielleicht der hier bringt mir mehr. Wenn ich ihn zweimal abbringe, 667 und ich habe 556. Alles klar, das heißt 3 Schaden dazu. Dann verbessere ich das mal auch. Jo, danach kann ich eigentlich nichts mehr verbessern. Nö, das könnte ich mal bald verbessern. Dann gibt mir Lebensunterrüstungswert und so weiter. Muss ich auch auswechseln, auf jeden Fall. Vielleicht habe ich ja hier noch meine Legis und so weiter und so fort. So, weniger labern, die Stats zeigen. So, hier sind meine Stats. Ich habe Grundschaden 287 bis 365 und das mit Level 22. Auf jeden Fall nicht schlecht, meiner Meinung nach. Ich habe Angriffsgeschwindigkeit von 1,16. Angriffe pro Sekunde. Mein wütender Schlag und Wutschlag ist interessiert euch gar nichts. Gar nicht meine Lebenspunkte bringen mir, beziehungsweise meine Lebenspunkte sind 2,2k Leben. Wutpunkte 100, ist ja auch klar. Rüstungswert habe ich 1755, also knapp 1800. Blockwertung habe ich 800. Blockmenge habe ich 714, kritische Treffwertung habe ich 233, kritische Schaden habe ich 219. Hier kann man sehen, die Blockwertung ist ein bisschen gesunken, 69,81%, also 69,81%. Hier habe ich 80% Blockmenge, ist auf jeden Fall nicht schlecht, könnte noch besser sein, auf jeden Fall. Werde ich mich auf jeden Fall noch verbessern, das ist ja auch klar. So, reduziert den Füßschaden 71%, danach sind es, ich gehe mal von Prozent aus, so, machen wir dann, ne, weil einige fragen, wie viel Prozent sind es denn? Hier 71% bei Rüstungswert, bei Blockwertung 69%, bei Blockmenge 80%, bei Zwischentreffwertung habe ich 25,1%, hier habe ich 218,87%. Widerstandswerte habe ich hier Feuer, Gift, Kälte, Blitz, Andermacht 399, das sind dann insgesamt 36,55%. Das war's dann mit dem meine Statics. Ne, doch eigentlich nicht. Hier habe ich, ich habe jetzt einen neuen Rang aufgeschrieben, Ordenslegionär. Ich glaube, Video habe ich das so nicht gemacht. Auf jeden Fall hier Rundpunkte. Heute habe ich leider 0. Wir haben 19 Uhr, habe ich, ich habe heute gearbeitet und ging leider nicht. Spieler besiegt habe ich 864 Stück, einzeln habe ich 36, mit Gruppe habe ich 5. Im Wettkampf habe ich 823, das heißt einzeln außerhalb eines Wettkampfs, das heißt zum Beispiel jetzt in Kings Hill Arena oder einfach nur so Noobs töten und so. Mit Gruppe habe ich keinen Plan. Im Wettkampf 823 Wettkämpfe gewonnen, 288 Gesamtstück. Habe ich 414, das heißt, ich habe mehr als die Hälfte gewonnen davon, von diesen Wettkämpfen. Duelle habe ich 434 von 331 gewonnen. Gruppe gegen Gruppe habe ich nur 47 von 72 gewonnen. Eroberung der Flagge habe ich 3 von 4 gewonnen. Sturm der Festung habe ich 4 von 7 gewonnen. Unerhaftet PvP-Siege habe ich 0. Hier die
Titten. Hier die Titel könnt ihr sehen, aufschreibende Ordenslegionär, bald junger Centurion, nach 60.000 Drumpunkte, aber locker easy. Ich habe ja schon 14 Spasten in Kingsley. So, Leute, da Treffen habe ich wohl verpasst. Leider bisschen zu spät, Leute. 5 nach. Habe ich Video angefangen und wir waren vor 19 Uhr schon angesammelt. Aber hey, so, momentan nicht, aber gleich. Bin noch im Video, Dude. So Leute, ich will mal sagen, das war's mit dem Video. Ich gehe mal kurz in die Mitte, gucken wir mal vielleicht, ob von diesen glorreichen Titanen noch was da ist. Was habe ich hier? Schnell. Bestimmt keiner mehr da, oder? Das sind schnell. Doch, auch nicht. Alles klar. Seelen von Duria, alles klar. Nö, leider nicht. Auf jeden Fall, Leute, bald habe ich ein neues Projekt, werde ich dann auch machen. Auch Low-Level-PvP, aber sage ich halt, ne? Bin kurz auf dem Waldkohle, alles klar. So, Leute, ich würde mal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ein Stats-Video plus Gildenvorstellung-Video ist schon auf jeden Fall schön. Das Video ist auf jeden Fall kurz gehalten, aber ich hoffe, das juckt euch nicht. So, Leute, das hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns mal beim nächsten Mal. Haut rein!